So, meine Damen, willkommen wir hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaft im Lande 2019. Ich habe jetzt gerade hier meinen Rapskunden abgeladen. So, haben wir's. Und jetzt können wir hier weiter sehen. Also wir werden das Feld dort oben verkaufen. Mir reicht das auch zu. Mich kotzt das dort oben an. So, jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, um uns ein anderes Feld zu leisten. 100 Ziegen kriegen wir. Wir haben aber auch keinen Kredit mehr bei der Bank. Wir können uns einen Schlein, wir kriegen auch nichts hin und... Ja, jedenfalls, ich habe jetzt die Förderbänder. Hier. Ich muss mal gucken. Das hier können wir ja selber steuern. So ein bisschen. Ja, Bahnfördermann aufklappen. Also wir müssen das drehen trotzdem. Okay. Vielleicht so hier? Winkel ändern. So. Winkel ändern Z. Ach, ich glaube, hier oben wird das nochmal weg. Nee. Kann das rausgefahren? Ja, es kann nochmal rausgefahren werden. Also K. Mhm. So. Der ist gleich fertig. Jetzt ist erstmal, dass ich irgendwie die Feuerbände benutze. Deswegen ist das für mich jetzt... gut, ich habe im letzten Teil hatte ich die Feuerbände schon mal genutzt. Soll ich die nochmal gerade hinstellen? So, einsteigen. Ah, das war noch nicht gut genug. So. Das muss man eben irgendwie jetzt die Frage ist, ich glaube, ich verkaufe wirklich den Fiat, weil was soll ich mit drei Traktoren bei so wenig Maschinen? Gut, den Fiat, den könnte man hier dran werfen. Alles klar. Jetzt habe ich irgendwie gerade kapiert, so. Ich kapiere bloß diese Winkelgradzahl noch nicht. So, das kann man glaube ich so lassen. Den fahren wir glaube ich noch mit Klingenspiel nach vorne. Das müssen wir mal probieren, ob das so klappt. So,
abgekoppelt. Da kommt, wie gesagt, kommt dann der Fiat. An Fiat schmeißt man dann am Ende dahin, wenn er mit den Feldern fertig ist zu bestellen, die er jetzt noch machen muss. Ne, Fiat kann ich möglich so im echten Leben auch da vorne so vorstellen. Der hat ein groß praktisches, das ist einfach. Ist einfach so. Der steht dann so. Und ja. Lange werde ich nicht mehr. Ich werde dann noch ein Part aufnehmen. Und dann ist für mich auch die Zeit zum Schneiden dran. Zum Rendern. Mal gucken, ob ich noch FIFA hinkriege. Und wir werden dann. Ach, was werden wir machen? Weiß ich gar nicht. Aber wir müssen noch das andere Feld dann später noch kubern. Eigentlich wollte ich ja das hier nicht, aber mit 107.000 kommen wir auf kein anderes neues Feld. Also wir brauchen schon 100, was 100, 120 oder was war es? X. 180 brauchen wir sogar. Um einigermaßen ein gutes Feld, aber wie kommt da gerade so gut hoch? Also wenn wir so abernten, dann wird das auch eine Weile gehen, glaube ich. So, wir fahren. Er ist gleich fertig. Kommen ja um die Pferdchen, darf man es nicht vergessen. So, Schiebeschild aufklappen. Gucken, ob das so klappt, wie ich das jetzt mir vorstelle. Passt der außerdem hier rein? Das ist ja auch, also noch größer hätte ich den nie kaufen dürfen. Dann hätte er nicht mehr reingepasst. K J N Okay, gut, ich nehme es mal hin. So. Also die Wärme noch eine Weile brauchen, bis das richtig verdichtet ist hier. So kann man den ja noch nicht zumachen. Also er muss noch weiter verdichtet werden. Oder ist der hier nicht zum Verdichten, sondern nur zum Schieben da? Das muss man dann nochmal durchlesen. In der Forma Bede. Nee, ist beides zum Vergleichen. Okay, dann muss ich mir noch was gucken. Muss ich mal gucken, wie ich Silos verdichte. Da würde ich sagen, wenn ich der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen, wenn ich da einen Runde schreibt einen Kommentar, wenn mehr davon sehen wollte. Auch nicht, wenn ich zum nächsten Mal. Eigentlich noch nicht, oder? Doch, können wir, glaube ich. Können wir machen? Ich weiß es nicht. Der Part wird ziemlich kurz sein. Da können wir noch mal gucken nach Silage. Mindestens 10% von. Muss den Silo raus. Indem du wiederholt mit dem Traktor drüber fährst. Also erstmal alles gerade machen und dann mit dem Trecker. Okay, gut. Mich würde das dann wirklich mal mit den Grasen interessieren. Aber es werden wir, glaube ich, jetzt nicht mehr erleben so schnell. Das ist die schade daran. Echt schade. Aber da bin ich echt dann mal später gespannt noch. Und da würde ich sagen, lassen wir es mal. Ich werde jetzt, glaube ich, auch anfangen zu schneiden. Ich habe genug aufgenommen. Genau. Gut. Bis dann. Ciao, ciao.